Hallo und herzlich willkommen heute zu einem Genre, was so gar nicht meins ist eigentlich. Die Rede ist von Souls-like-Spielen. Es geht um dieses hier. Lords of the Fallen. Fallen. Nee, Fallen. Lords of the Fallen. Warum ist Souls-like gar nicht meins? Also mit Dark Souls habe ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten gehabt, was aber auch mit einem eklatanten Missverständnis zu tun hatte. Ich habe gelesen, das Spiel ist bockschwer, habe es irgendwann mal angefangen, bin an dem ersten Monster ständig gescheitert, hatte so die Nase voll Laps zugemacht. Irgendwann hat mein Sohn dann zu mir gesagt, ja, hättest gar nicht dagegen kämpfen müssen, hättest auch rechts zur Tür rauslaufen können. Zeit vielleicht Dark Souls doch nochmal zu spielen. Grundsätzlich habe ich mit so bockschweren Spielen, wo man stundenlang mit einem Endgegner zu tun hat oder einem Zwischengegner zu tun hat, immer so ein bisschen meine Schwierigkeiten oder wenn es zu zäh ist und schlecht gemacht ist, möglicherweise. Aber wir gucken uns jetzt mal Lords of the Fallen an. Ich habe schon mal ein bisschen gespielt, habe das Tutorial also quasi schon mal so ein bisschen übersprungen und meinen ersten frustrierten Bossgegner schon mal alle gemacht, was aber gar nicht so frustrierend war. Und das ist das, was ich dann auch schon wieder gleich ein bisschen einschränkend sagen muss, weil vielleicht sind die Spiele doch was für mich. Ich habe die nur bisher unter einem falschen Aspekt gesehen. Also sage ich gleich mal was zu. Ja, was ist das jetzt überhaupt, ne? Also es ist schon mal komplett deutsch. Das heißt auch, Sprachausgabe ist in Deutsch, die Zwischensequenzen sind in Deutsch. Das ist komplett durch Deutsch. Ich habe gerade wieder so ein kleines Sprachproblem. Die Zwischensequenzen sind auch richtig gut gemacht. Die kann man gut gucken. Wenn ich jetzt mal hier ein neues Spiel beginne, ich hoffe, ich überschreibe jetzt nicht. Nee, ich kann einen neuen Spielstand machen. Dann geht es schon mal los, dass ich hier so verschiedene Magieklassen auswählen kann, wo man so ein bisschen die Richtung vorgibt, wie man gerne spielen möchte. Also da unten steht auch, glaube ich, immer so der Text, so eine Kurzzusammenfassung. Darüber hinaus habe ich hier eine Ausrüstungsauswahl. Das ist im Grunde das, wie ich ausgestattet bin, in dieses Spiel quasi reingehe. Allerdings muss ich sagen, im Zuge der ersten halben Stunde habe ich eigentlich auch die anderen Ausrüstungen dann schon gefunden. Also da kann man, es ist jetzt hier keine Einbahnstraße, wo man sich bis zum Rest des Spieles festlegt. Offensichtlich. Also klar, die haben andere verschiedene Eigenschaften, Werte, aber die kann man ja dann auch im Lauf des Spiels auch hochskillen. Gut, das wollte ich euch nur gezeigt haben. Dann gehen wir jetzt mal auf Fortsetzen und steigen mal so ein bisschen in das Spiel ein. Lässt sich mit dem Controller steuern. Ihr habt es vielleicht euch schon gedacht. So schaut das gute Spiel also aus. So laufe ich so ein bisschen durch die Gegend nach dem Sieg über den ersten Bossgegner. Ich brauche es ein bisschen heller hier nochmal. Nach dem Sieg über den ersten Bossgegner bekommt man hier so einen lustigen Punkt. Da kann ich in die Charakterentwicklung einsteigen oder ich kann eben speichern. Wenn ich speichere, respawnen auch alle Monster wieder, die irgendwie vorher von mir platt gemacht wurden. Ansonsten gibt es halt einen schnellen Angriff und einen schweren Angriff. Den schweren Angriff kann ich auch aufladen. Ich habe unten links einen Ausdauerbalken und einen Lebensbalken und so einen Zauberbalken. Kann hier die Slots wechseln, Heiltrank und keine Ahnung, was das ist. Und hier kann ich noch so ein bisschen wechseln. Will ich mit einer Zweihandwaffe oder will ich mit zwei Händen kämpfen oder will ich mit einem Schild kämpfen? Dann ändert sich auch hier so ein bisschen das Blocken. Da kann ich das Schild auch in dem Falle so ein bisschen in den Boden rammen und mich dahinter zusammenkauern. Ja, und das war es im Wesentlichen. Jetzt gucken wir vielleicht auch gerade mal hier so ein bisschen in diesen Inventar oder Charakterbogen rein. Da habe ich also hier mein Inventar mit meinen verschiedenen Prügelmöglichkeiten. Ich habe hier meine verschiedenen Schilde,
Runen, was haben wir noch? Questgegenstände, Schmuck, Kopf. Und da seht ihr auch schon, da habe ich also auch die Klerikerrüstung gefunden und die Schurkenrüstung. Die sollen sich auch in der Bewegung tatsächlich auswirken. Das werden wir auch gleich mal ausprobieren, wie sich das wirklich spieltechnisch da eine Rolle spielt. Ansonsten Charakterentwicklung. Hier kann ich Attributpunkte sammeln oder Zauberpunkte sammeln. Also sprich Erfahrungspunkte sammeln. Und diese Erfahrungspunkte kann ich eben dann an solchen Dingern, solchen Booten, drehenden, was auch immer, kann ich die im Prinzip sichern, damit die mir nicht verloren gehen, wenn ich hops gehe. Bedeutet aber, ich habe einen geringeren Multiplikator. Also je höher die Punkte sind, die ich mit mir schleppe, umso besseres Loot kann ich im Prinzip finden. Ist halt auch schon mal eine interessante Idee. Was mir hier schon mal auffiel, ist, der Typ bewegt sich schon recht behäbig. Ne? Also man sieht es auch, wenn der hier so wollt, das ist alles ein bisschen träge. Ist aber vermutlich darin begründet, dass ich hier die fetteste Rüstung anhabe, die es so gibt. Das wirkt sich halt auch in dieser Beweglichkeit aus. Also wenn wir mal so ein bisschen realistisch uns diesen Typen hier angucken. Wer schon mal ein echtes Schwert in der Hand hatte, der weiß, die Dinger sind verdammt schwer, ja, und die wiegen echt viel. Und wenn man sich da mal so eine Metallrüstung, so eine Plattenrüstung anguckt, mit so einem Schild, also ich weiß nicht, wie viele Tonnen der damit sich rumschleppt. Also das muss schon ein Tier sein, ne? Aber gut, Realismus ist die eine Sache, Spielspaß eine andere. Wer sich übrigens dafür interessiert, über so ein bisschen historische Geschichten, gibt einen coolen YouTube-Kanal, Amidas heißt der, verlinke ich euch, wenn ich hoffentlich dran denke, unten in der Beschreibung. Das ist ein Historiker, der beschäftigt sich gerne mal mit Filmen und auch mit Spielen und analysiert die so ein bisschen aus Historikersicht, wie realistisch die sind oder was da vielleicht auch Blödsinn ist oder was auch gut gemacht ist. So, jetzt laufen wir erstmal hier rum. So. Wir kommen also in den Nordflügel und da ist nichts. Ich wollte mal in die andere Richtung gehen, glaube ich. Wie gesagt, ich habe hier schon mal ein bisschen rumgeprügelt und da steigen wir jetzt auf ein. Nehmen wir doch die Richtung, weil ich glaube, ich habe nämlich was übersehen. Schneller laufen geht auch, geht dann eben auf die Ausdauer. Und Ausdauer, das ist ein echtes Thema bei dem Spiel. Also da sieht man auch schon so einen Fiesling, der unten rumsteht. Wenn die Ausdauer weg ist, dann macht das Prügeln auch nicht mehr richtig Spaß. So, jetzt mal gucken hier. Jetzt legen wir uns mal mit dem Burschen an. Ich kann den halt auch hier so entsprechend fixieren. Ich habe so ein Parieren noch nicht so wirklich drauf. Neben Parieren kann ich auch ausweichen. Man merkt, dieses Ausweichen ist aber durchaus auch zu planen, weil ich echt träge bin. Ich ziehe gleich mal eine andere Rüstung an, dann gucken wir mal, wie sich das irgendwie auswirkt. So, den haben wir schon mal platt gemacht. Ich laufe mal hier rein. Wie gesagt, ich blieb mir eigentlich, ich hätte irgendwo was vergessen. Da kommt auch schon der nächste Wicht. So, dann weiß der jetzt auch mal, was Sache ist. Und hier kommt noch ein Licht. Also manche Angriffe von denen kann man offensichtlich auch mit einem gut getankten Schlag entsprechend unterbrechen. Und was ich halt auch festgestellt habe, auch wenn mich der erste Bosskampf tatsächlich ein bisschen genervt hat, es war doch so, wenn man sich den Boss angeguckt hat, also man konnte schon auch eine Taktik entwickeln, wie man gegen ihn vorgeht und wie man kämpft. Und wenn man sich das sauber überlegt hat, hat das dann auch funktioniert. Also es war nicht zufällig. Also es war zwar schwer, aber kontrollierbar. Und das finde ich dann schon auch wieder gut. Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel es war. Das war dann auch irgendwie so ein bockschwerer Kampf, aber das war, vermittelte alles so ein bisschen den Eindruck, dass es so zufällig war. Man hat dann halt irgendwie geprügelt und plötzlich war man tot oder der andere war plötzlich tot und man wusste eigentlich gar nicht so richtig wieso und man wusste vor allem auch nicht, was man denn wirklich hätte anders machen sollen, um nicht tot zu sein. Und das
hatte ich bis jetzt hier den Eindruck, ist anders. Hier hat man durchaus eine Idee, warum man jetzt gerade über die Klinge gesprungen ist und was man da doch auch anders machen kann. Also es ist tatsächlich dann ein Stück weit Übungssache. Zu Beginn kam mir auch die Steuerung so extrem träge vor. Das liegt aber, wie gesagt, daran, dass ich schlicht und ergreifend hier die fetteste Rüstung habe. Oh, jetzt gehe ich doch gleich hops. Ah, verfliegst. Ja, das ist jetzt der Mega-Vorführmodus. So, was ist jetzt passiert? Ich habe jetzt meine Erfahrung da quasi liegen lassen, wo ich liege. Man muss da wieder hinlaufen. Muss da wieder hinlaufen. Wo war denn das? Hier war das, glaube ich. So, diese Mission da oben mit finde deinen Kumpel, bevor es zu spät ist, das ignorieren wir mal geflissentlich. Also mit dem Timing hapert es bei mir noch ganz gewaltig. Das kriege ich noch nicht so richtig hin. Ich habe ein Timing wie ein Amboss, wirklich wahr. Ich lerne auch nichts daraus. Oh, jetzt aber hier, das ist aber neu, dass hier mal gleich zwei über mich herfallen. Na komm, den habe ich doch jetzt gleich. Ja, hau, hau, hau. Also das ist das, was ich meine. Wenn die Ausdauer weg ist, dann kann man auch nicht mehr wirklich hauen. Und das ist dann natürlich so ein ganz kleines bisschen nachteilig, wenn man gegen diese Kreaturen kämpft. Na je, meine. Ich nehme mal einen Schluck aus der Pulle. Und dann... Ach, der ist ja eben hier lang gelaufen, komm. Sondern gehen wir jetzt wieder hier lang. Jetzt sind hier da einer. Die kann ich wunderbar unterbrechen, bevor die hauen. Die sind schön langsam. Das sind genau meine Gegner. Einfach langsam und man kann zwischendurch auf die Hörner geben. So. Jetzt will ich gleich erstmal nach oben laufen. Weiß er Bescheid. Also man kann sich übrigens auch von hinten anschleichen bei den Jungs und wenn die es nicht mitbekommen, also so wie jetzt gerade, das hat er es mitbekommen, kann man die auch mit so einem Kill mal locker flockig über den Jordan schicken. So, jetzt schauen wir mal, ob wir uns jetzt hier mal ein bisschen cleverer anstellen. So, jetzt kann ich hier benutzen und habe meine Erfahrung wieder. Jetzt habe ich ein bisschen das Problem, dass ich gerade eine scheiß Kameraperspektive habe. Also hier merkt ihr schon, ne? Der Typ, der haut halt immer zweimal. Na, wäre es auch clever, wenn man das Schild einfach mal oben lässt. Jetzt habe ich natürlich keine Ausdauer mehr. Das heißt, ich bin eben so ein bisschen... Das hat er einen fetten Schlag gemacht. Oh, der macht mich dann jetzt schon wieder platt, ey. Und ihr merkt, den kann ich jetzt hier nicht wirklich unterbrechen mit meinen Schlägen. Das ist dem ziemlich wurscht. Aber jetzt haben wir ja Blatt gemacht. Und können wir hier oben runter gucken. Ach, wie wunderschön. Und wenn ich so einen Mega-Boss erledigt habe, dann öffnen sich dann immer mal gelegentlich solche Portale, wo ich dann reinmarschieren kann. Und in diesen Portalen gibt es dann Kisten, die ich öffnen kann, wo dann hoffentlich wunderbare Dinge enthalten sind. Aber ich glaube, ich war hier schon. Genau, diese eine Kiste, die hatte ich nämlich übersehen. Hier sind drei Kisten und ich habe irgendwie nur zwei aufgemacht, warum auch immer. Gut, dann können wir jetzt mal mit der Mission hier weitermachen, ne? Ja, guter Hinweis mit dem Trinken. Man muss wirklich sicher sein, wenn man trinkt. So, jetzt sind natürlich die Kreaturen an der Stelle auch wieder respawned. Ist uns aber doch erstmal wurscht hier. Weil wir wollen doch jetzt hier mal
wir wollen doch erstmal hier die Hauptmission ein bisschen weitermachen. Ja, da war ich jetzt, glaube ich, zu langsam. So, darunter muss ich jetzt nicht. Da war nämlich nichts mehr. Was? Uah. So, jetzt klappt das so langsam ganz gut hier. Also man kann da auch ein bisschen entspannt sich die ganze Sache mal so ein bisschen angucken, wie die Jungs bügeln. Jetzt kommt hier der Busch wieder. So, jetzt ist die Sache mit dem Trinken, ne? So, da kriege ich ab und zu mal hier diese Runen und Splitter und alles mögliche. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was das so alles so gut ist. Und jetzt habe ich auch schon wieder vergessen, wo ich eigentlich lang muss. Ich muss nämlich die andere Seite lang. Ansonsten so von der Grafik, von den Lichteffekten, finde ich es halt auch schon irgendwie cool gemacht. Also gerade so dieses wabernde Licht, ne? Dieses Nebelige, finde ich, ist schon hier cool gemacht. Das habe ich auch noch nicht verstanden, was das hier für ein fliegender Punkt ist. Habt ihr den gesehen? Wo ist er denn hin? Da, ne? Da fliegt hier sowas rum. Und ich habe gedacht, das ist so eine Art Questmarker, aber der irgendwie wirklich führte mich zu nichts. Also ich habe es nicht ganz verstanden, was das so für ein Ding ist und was der machen soll. Wenn ich jetzt übrigens hier hinlaufe, dann seht ihr, wenn ich auf die Charakterentwicklung gehe, dass ich dann die Punkte auch bewahren kann. Dann kann ich die quasi dort einlösen zu einem, was auch immer. Ich bin immer so schön stumpf, ich hau meistens immer alles auf die Stärke. Aber Ausdauer ist, glaube ich, auch eine gute Idee. So, jetzt habe ich nicht gespeichert beim Speichern, als wenn ich hier benutzen sage. Dann werden auch die Heiltränke und mein Leben aufgefüllt. Aber wir wollten jetzt mal gucken, was eigentlich so passiert, wenn ich mal hergehe und sage, ich nehme mal hier diese Schurkenrüstung. Das ist ja so das Leichteste, was ich im Grunde anziehen kann. Und dann schauen wir mal, wie der Kollege sich dann bewegt. So. Und dann seht ihr, der ist jetzt schon um einiges agiler. Ne? Also, ich glaube, den Unterschied zu eben merkt man doch deutlich. Vielleicht geben wir dem jetzt auch irgendwie nochmal ein anderes Schwert. Was habe ich eigentlich? Wie hier habe ich ausgestattet? Schaden 21, Kraft 100%, Energie 100%, Gewicht 1. Das hier macht halt weniger Schaden, sonst macht es nichts. Beständigkeit, ein Großschwert. Energie 190%. Ich weiß nicht genau, was diese Energie eigentlich zu sagen hat. Gewicht ist aber, glaube ich, schon irgendwie ein Thema. Da wäre wahrscheinlich hier so ein Dolch. Der macht wenig Schaden, hat aber ganz wenig. Ganz wenig Gewicht, aber Gewicht ist, glaube ich, gerade nicht so unser Problem. Also ich möchte dann doch hier, glaube ich, bei. Wobei das irgendwie cooler aussieht, oder? Das ist hier so ein zerfranstes Dings, irgendwas. Was ist das hier eigentlich? Mönchstab. Mönchstab. Ist ja auch nett, oder? Und hier so ein fetter Hammer.
Wir nehmen mal hier das Stahlschwert. So, wo wollte ich jetzt eigentlich lang? Ich glaube, ich wollte hier lang laufen. Wenn ich nicht von da gekommen bin. Ich bin übrigens von da gekommen. Ich gehe mal auf die andere Seite. Und dann gucken wir mal, wie wir uns jetzt hier als Schurke schlagen. Nicht so gut, ne? Also was ihr auch schon seht, ich verbrauche jetzt weniger Ausdauer dadurch, dass ich Schurke bin. Ich kann aber auch weitaus weniger einstecken bei der Tour. Was macht der denn jetzt mit mir? Oh, da habe ich jetzt aber irgendwie... Habe ich aber gerade gepennt. Der hat sich... Hat mich irgendwie gerade gebissen, ne? So, jetzt kommt nämlich gleich... Weiß ich hier wieder so ein Obermufti. Jetzt habe ich keine Heiltränke mehr. Mal gucken, wie sich die Sache dann entwickelt. So, Kollege. Dann gucken wir mal, ne? Ah, der Schlag von oben, den kann ich nicht blocken. Der ist dann zu mächtig. Also man merkt tatsächlich, dass... Ah, jetzt... Also manchmal ist die Kamera echt doof. Die ist manchmal echt doof. Da ärgere ich mich dann immer, wenn man so von der Kameraeinstellung überhaupt gar nicht mehr sieht, wo man selber ist und wo der Gegner ist. Das finde ich dann immer etwas ärgerlich. Ach, jetzt bin ich hier bei dem Punkt wieder. Aber offensichtlich hat er mir jetzt eine Flasche Heiltrank irgendwie geschenkt, habe ich so den Eindruck. So, ich hätte ja schon ganz gerne meine Erfahrungspunkte auch wieder. Uah. Da habe ich jetzt aber auch ganz schön verkackt hier. Ich vergesse auch immer das Aufschalten, muss ich sagen. Jemini, ja, Jemini, ja, Jemini. Ja, komm, den kriege ich aber doch platt. So, den haben wir platt gekriegt. Jetzt ist natürlich mein Leben auch schon wieder ganz schön... Bin besiedelt, aber macht nichts. Wir laufen hier mal fröhlich weiter. So, jetzt sind wir ja wieder so einigermaßen am Start. Ich nehme einen Schluck aus der Pulle. Und... So, irgendwie konnte man sich auch von hinten an die Biester ranschleichen. Und die dann irgendwie... Ich kapiere es nicht. Irgendwie konnte man die auch... mit so einem gezielten Schlag im Rücken mal eben umbringen. Aber das gelingt mir irgendwie nicht. Das hat mir beim Tutorial hat das einmal funktioniert. Danach nie wieder. Achso, was ihr übrigens links seht, ne, diese 65%. So viel Zeit habe ich noch, um mein Leben wieder aufzugreifen. Dieses hier. Sonst wäre es weg gewesen und dann wäre ja die Not groß gewesen. So, jetzt können wir doch mal hier uns gegen den Typen noch mal behaupten. Ich muss immer noch viel zu viel einstecken hier bei der Tour. Das ist aber auch. Also mit dem Parieren habe ich noch nicht so ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen.
Da nehme ich noch irgendwie viel zu viel Schaden. So, hier gab es auch wieder ein paar lustige Monsterchen. Machen wir hier mal für die Erfahrung, ne? So, jetzt hatten wir ja, jetzt hatten wir ja diese leichte Rüstung. Jetzt könnte man natürlich auch mal gucken, was mit der mittleren Rüstung so Sache ist. Vielleicht gefällt die uns ja nochmal ein Ticken besser. Man kann natürlich auch wild kombinieren, ne? Man muss ja nicht immer alles gleich machen. Aber wir wollen ja mal wissen, wie die aussehen, ne? Ja, auch nett. Dann marschieren wir damit mal los. Oh, das sind ja zwei von der Sorte. Das sind... Ist die Ausdauer schon deutlich schneller runter? Habe ich so den Eindruck. Der hängt da fest oder was? Hast du jetzt davon? Selber schuld, wenn du mit deinem Hammer in der Wand hängst. Tja, dann können wir wohl hier rausgehen. Ah, da haben wir jetzt auch wieder so einen Save Point. Die sind scheinbar auch nicht so selten. Was haben wir denn hier? Wenn du sprintest, kommst du schneller ans Ziel. Dies verbraucht jedoch Energie. Drücke zu beim Laufen A, um zu... Da haben wir es. Ah, da kann ich die Jungs umhauen. Das macht Spaß. So. Habt ihr jetzt davon. Was machen wir jetzt hier? Gehen wir nochmal, oder? Huch, der ist ausgewichen, der Sauhund. Also hier, diese Biester sind relativ unkoordiniert. Durchs Laufen, die durchs Leben. Habe ich jetzt so eine Ausweichrolle gegen ihn gemacht. Das war natürlich auch, sagen wir mal, so semi-clever, ne? Oh, jetzt macht er mich doch schon gleich wieder platt, ey. Ah, oh, meine Güte. Also ich bin mit der Steuerung, ich bin da noch nicht so ganz übereingekommen, ob ich die jetzt mega gut oder überhaupt kein bisschen gut finde. Manchmal erscheint es mir doch auch so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ungenau. Ich bin, wie gesagt, ich bin mir da ehrlich gesagt noch unsicher. Ich weiß es echt noch nicht. Ob das einfach eine Übungsgeschichte ist, die mir fehlt, oder ob einfach die Steuerung zum Teil wirklich so ein bisschen bockig auch ist. Das ist überhaupt der Obermufti. Die Kamera ist definitiv manchmal ein bisschen fehl am Platz. Also da guckt man manchmal schon sehr stark in die falsche Richtung. So, aber jetzt sind wir doch hier aufgemotzt bis zum geht nicht mehr. Habe ich das gerade getreten? Habe ich das richtig gesehen? Wie habe ich das Ding gemacht? Ah, da hätte ich das lieber ausweichen sollen.
statt parieren. Da jetzt wahrscheinlich auch wieder, wobei... Nee, ist schon irgendwie... Also wenn man es mit Ruhe angeht und ein bisschen konzentriert bei der Sache ist, dann geht's eigentlich. Mit dem Fokussieren auf den Gegner, da weiß ich auch noch nicht so wichtig, ob das so richtig cool funktioniert. Oh, da haben wir hier den nächsten Kollegen. Also fokussiert bin ich eigentlich, wenn ich ausweichen wollte ich bei der Sache doch. Oh, da habe ich es wieder zu früh losgelassen. Da weiche ich jetzt mal aus. Aber ihr seht schon, ne, die machen schon immer die gleichen Angriffe, mehr oder weniger. Ah, Mist, da habe ich gedacht, den würde ich vorher noch erwischen. Gut. Ah ja, ich kann irgendwas modifizieren und Wundplätze zuweisen. Schön, 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 schön. Gut, dann laufen wir mal hier auf die andere Seite. Hilft mir bitte! Dann spricht da irgendeiner. Das Tor. Spricht der Typ, der da drunter liegt, oder was? Ach nee, das ist der, der im Tor steht. Ich dachte, der Typ unter dem Tor würde sprechen. Oh, hilft mir! 5 Tonnen Tor liegen auf mir. So, jetzt kommt ihr hoch. Oh, der sieht aber jetzt fies aus, der Typ. Das ist bestimmt ein ganz fieser Jäger. Oh, wieso dreht er sich denn jetzt nicht um? Also das ist halt so ein Ding, ich habe halt gesagt, fokussier dich. Und der stellt sich mit dem Rücken zu dem Typen. Ja, hau doch mal jetzt. Ja, geht doch. Aus dem gleichen Entwicklerhaus kommt, glaube ich, auch The Search und The Search 2. Und den 2er habe ich auch mal durchgespielt. Den fand ich auch ganz fantastisch. Da hatten die das System noch dahingehend verfeinert, dass man gezielt Körperteile angreifen konnte. Und konnte den dann gezielten Arm abhauen, um an dieses Rüstungsteil zu kommen. Das war dann mehr auch so ein Sci-Fi-Setting. Achso, länger drücken. Ihr da! Helft mir! Bitte! Was ist mit deiner Hand passiert? Spinnengift! Es brennt, als hätte mich Adir selbst berührt. Du musst die Wunde aufschneiden und das Gift raushauen. Zu spät! Es hat sich schon ausgebreitet. Dann kannst du die Ausbreitung nur verhindern, wenn du das vergiftete Glied von deinem Körper abtrennst. Ihr wollt, dass ich mir den Arm abschlage? Ihr seid des Wahnsinns! Dann grüße die Richter von mir, wenn du vor sie trittst. Das kann ich nicht tun. Ihr müsst es tun. Ach klar, machen wir, oder? Auf deine Verantwortung. Ja, Medizin des Mittelalters. Ich schulde euch mein Leben, Fremder. Aber ihr gehört nicht zum Orden. Aber er ist euch dankbar, ne? Gezeichneter. Ein Geschenk des Gerichts. Als Erinnerung an meine Sünden. Bitte, ihr könnt die Axt jetzt herunternehmen. Du brauchst jemanden, der dich zusammenflickt. In diesem Zustand machst du es nicht mehr lange. Nun, ich bin der Heiler unter den Mönchen. Und ja, die Ironie der Lage ist mir bewusst. Dann hast du auch Heilmittel. Ja, hab ich. Sie sind im Laboratorium.
Aber dort wimmelt es von Roga-Bestien. Es hilft nichts. In diesem Zustand schaffe ich es nicht dorthin. Ja, nimm das. Ja, wir sind halt nett, ne? So, jetzt können wir doch hier was öffnen oder hier... Hier was öffnen. Ja, trinken wir doch erstmal einen Schluck. Bevor das wieder zu spät ist. Aber ich glaube, ich habe wieder Bock auf die schwere Rüstung. Wir machen exakt das Gleiche, ne? Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Rüstungssets gibt, weil die haben ja alle so einen schönen Namen hier irgendwie und ich weiß nicht, ob das irgendeinen Bonus dann bringt, wenn ich die gleichen Sachen irgendwie anhabe. Was habe ich hier eigentlich? Feueranhänger. Schön, schön, schön. Oh, es gibt eine neue Axt. Wo kommt die denn her? Schlechter. Weil das klingt doch irgendwie vielversprechend, oder? Ich weiß nicht, ob die sich irgendwie unterscheiden, was die... Ach doch, steht ja auch. Angriffsgeschwindigkeit 85%, 75%, Stärke, Skalierung 8%, 2%, 80% Blockwiderstand, 65% Blockwiderstand. Also der ist jetzt nicht so, ne? Unterscheiden die sich irgendwie? Ja, das ist doch... Ach, ich bleibe beim Schwert. Gut, so, dann machen wir doch mal hier so eine tolle Tür auf und mal gucken, was sich dahinter verbirgt. Spinnweben. Spinnweben sind immer ein gutes Zeichen. Da gibt es nämlich dann auch meistens hier, was ist das denn? Ekelhafte Spinnen. Oh, eine Truhe. Da gucken wir doch mal rein. Was hier so schönes drin ist. Heißes Blut, Helm, Brustpanzer. Alles leicht. Okay. Da gibt es bestimmt noch mehr zu finden. Hier unten ist auch wieder irgendein Genosse, der da irgendwie so ein bisschen in der Gegend rumsteht. Gehen wir auf der Seite mal wieder hoch. Ist das einer, den wir kennen sollten? Wissen wir nicht. Gibt es hier irgendeine Truhe? Bevor ich mit dem Quatsch wirklich gucken, ob es eine Truhe gibt. Wo ist denn das überhaupt? Ich dachte jetzt eigentlich, ich wäre so irgendwie auf der anderen Seite reingekommen. Bleibt weg von mir! Tut mir nicht weh! Wie ist der denn drauf? Wir sind überall Dämonen. Du solltest besser verschwinden, wenn du leben willst. Alle haben sich in der Zitadelle in Sicherheit gebracht. Antanas hat geschworen, dass er den Weg zum letzten Eingang markieren würde. Aber ich kann diese Zeichen nicht suchen, wenn überall diese Ungeheuer lauern. Ich sitze in der Falle. Das ist auch geile Antwort. Du hast recht, du bist hier in der Falle. Pech gehabt. Mal sehen, ob ich diese Zeichen finden kann. Hört mir genau zu. Mit diesem Objekt könnt ihr Antanas Zeichen entdecken. Soweit ich weiß, gibt es 3 davon. Bitte, findet sie. Kehrt zu mir zurück, sobald ihr Antanas Zeichen für uns gefunden habt. Wenn ihr mir helft, gebe ich euch im Gegenzug etwas, das euch sicher interessiert. Ja, das klingt doch spannend.
Jetzt habe ich diesen komischen Wegweiser. Muss ich den jetzt möglicherweise auch ausstatten? Ja, wahrscheinlich. Und jetzt laufe ich hier durch die Gegend und suche irgendwelche Zeichen. Ah ja, da bin ich dann wieder. Hallo. So, dann kann ich auch wieder runtergehen. So, hier ging es ja irgendwie noch eine Treppe runter, ne? Noch eine Treppe runter. Hier ging es noch eine Treppe runter. Die Nordmauer. Was ist da? Irgendeine komische Kreatur. Ach, da steht auch gerade irgendeine komische Kreatur auf. Oh, komische Kreaturen, die mit Pfeilen schießen. Komische Kreaturen, die sich von hinten wandschleichen. Ach, habe ich den gar nicht alle gemacht? Habe ich ein Stück von dem stehen lassen? Also manchmal ist die Kamera ein bisschen zu dicht, ne? Irgendwie. Was hat er gesagt? Ja, müssen wir jetzt mal hier runtergehen. Wow! Wo kommt denn der her? Achso. Ich wollte gerade sagen, da ist doch was. Da leuchtet doch was. Ja, da leuchtet ein Monster. Eine Kiste mit einem interessanten Zeichen. Öffnet du, indem du eine Rune platzierst. Das machen wir mal. Okay, ich kann auch dazwischen schalten. So, also man findet auch jede Menge Ausrüstungsgelumpe hier irgendwie. Da ist irgendeine Rolle, die vor sich hinschwebt. 9. Nachtwache. Wie konnten die Roger ins Innere der geheiligten Mauern der Abtei gelangen? Sie sind aus dem Nichts erschienen. Auf dem Friedhof wimmelt es von ihnen. Ich muss die anderen warnen. Ich sollte eigentlich irgendwelche Zeichen suchen, ne? Diesem Auftrag bin ich jetzt auch nur bedingt nachgekommen bisher. Ich quatsch einfach mal mit dem nochmal. Antanas hat 3 Zeichen hinterlassen. Habt ihr sie gefunden? Noch nicht. Okay, 3 Zeichen. Ich habe halt vergessen, wo ich die suchen soll. Gibt's hier sowas wie ein Questlog oder sowas? Okay, hier gibt's noch ein bisschen... So ein bisschen Background-Wissen. Aber so richtig... So eine Missionsliste habe ich jetzt hier nicht entdeckt, ne? Die Krankendiebwache.
Das sind, glaube ich, irgendwelche Audio-Logs, die man finden kann. Also diese Schriftrollen, die ihr da gesehen habt. Also sowas finde ich immer ein bisschen schade, so ein Quest-Log, wo man nochmal nachlesen kann, finde ich schon irgendwie auch ganz hübsch. Habe ich hier mit dem irgendwas falsch gemacht? Den habe ich doch ausgerüstet, den Wegweiser. Ach so. Geisterrufsplitter. Bringt deinen Geist und dessen gespeicherte Erfahrungspunkte sofort zurück. Ach, muss man sich gar nicht den Stress machen. Oh, was ist denn das hier Schönes? Verleiht einen zusätzlichen. Hast du nicht gesehen? Kann ich das auch direkt verbrauchen? Boah, scheint so, ne? Habe ich das jetzt wirklich verbraucht? Ja, sieht so aus, ne? Charakterentwicklung, Attributpunkte 2. Ach, ich muss gar nicht zu diesem Ding dahin marschieren. Ich kann hier auch fröhlich das hier machen, wenn ich das richtig sehe. So, Vitalität. Okay, Glaube. Ah, es gibt auch noch Herstellungsmaterial. Eieieiei. Aber wir sind ja so ein dumpfer Draufschläger, ne? Dann hauen wir doch hier mal und wir hauen hier mal drauf. So, was sind jetzt die Zauberpunkte? Kann ich hier was machen? Ein bewegungsloser Klon, der die Gegner auf sich zieht, stellt einen Teil deiner Gesundheit mit der Zeit wieder her. Ist das... Das sind meine Attributpunkte aber weg. Aber hierfür brauche ich Zauberpunkte. Das ist schon mal gut zu wissen. Was gibt es hier noch? Gebet, Benommenheit. Okay, das sind diese Zauberdinger, die ich zu Beginn halt auch auswählen konnte. Also wie gesagt, ich weiß nicht, was das am Anfang für eine Auswirkung hat, wenn ich das eine oder das andere wähle, weil im Spiel steht mir alles zur Verfügung. Das Erdbeben. Ah, 15. Ja, dann hauen wir da doch mal was rein. Gut, so jetzt wollten wir hier noch die Punkte verteilen. 2 dahin und 1 dahin. Kannst du mit B wechseln? Ah, okay. B gedrückt halten, kann ich den Zauber wirken und schnell drücken könnte ich einen Zauber wechseln, so ich denn mehr als einen hätte. So, wie komme ich denn jetzt hier weiter? Hier hänge ich doch auch jetzt irgendwo ganz doof fest. Muss ich jetzt erst irgendwie diese komischen Zeichen suchen? Und ich habe vergessen, wie gesagt, wo die sind. Irgendwie muss es doch hier im Keller noch weitergehen. Eine Map oder so gibt es halt auch nicht, ne? Ist aber okay. Da hinten sind noch Monster, da muss ich doch irgendwie hinkommen. Da kann ich doch gewiss hier hochlaufen und dann geht es doch gewiss irgendwie weiter. Habe ich hier irgendeinen Schalter übersehen? Vielleicht gab es hier unten irgendwie sowas wie einen Schalter, der dieses Tor aufmacht. Ach nee, ich kann ja hier hochlaufen. Die Treppe habe ich eben irgendwie gar nicht so wirklich wahrgenommen. Dann laufen wir da doch mal hoch.
Und siehe da, schon geht's weiter. Und schon ist hier wieder so ein Obermufti. Okay, da kann man ihn auf jeden Fall schön ablenken mit der ganzen Geschichte hier. Da guckst du dumm, ne? Streitaxt des Marodeurs. Da sind wieder ein Haufen Kreaturen. Wo bin ich jetzt eigentlich hergekommen? Ich glaube, ich bin hier die Treppe hochgelaufen, oder? Nee, oder? Was leuchtet hier vor sich hin? Alter, was ist das denn? Eine Schusswaffe oder was? Magiehandschuh! Okay, es gibt verschiedene Feuermodi. Okay, es lohnt sich, ihn später zu modifizieren. Magiehandschuh bereit. Da kann ich also jetzt irgendwie umschalten. Aber wie löse ich denn das aus? Wissen wir das? Wie löse ich denn den Handschuh aus? Wahrscheinlich so mit der linken Trigger-Taste. Ah, hier haben wir wieder so ein Audio-Log. Das kann man wieder einsacken. Richtiger Antanas. Meine Nachforschungen sind voll. Ich wage zu behaupten, dass dieser Panzerhandschuh nur einem Zweck dient, sich zu diesem aber hervorragend eignet. Was ist das? Irgendwann schießt doch auf mich. Wie ein hungriger Löwe. Depp, ey. Der macht aber bös Schaden da oben, ne? Sein Träger kann ihn wie eine schreckliche Waffe einsetzen. Doch darf seine Seele nicht rein sein. Eine gebrochene Seele würde den größten Nutzen daraus schöpfen. So, wie komme ich denn jetzt da hoch, damit dieser Aff nicht auf mich schießt? Vielleicht. Oh, der kann hier ja quer runterschießen, ey. Sackgesicht. Wo bist du? Na, warte du mal ab hier. So, siehst du alt aus, ne? Mit deiner Armbrust. Hast du jetzt davon. Kann man sich auch ganz schön verlaufen. Meine Güte. Jetzt geht's hier doch wieder runter irgendwie. Oh, hier ist eine Schriftrolle. Mächtiger Antanas. Oh, da ist ein großer. Ich gehe mal wieder weg. Gefunden, der für seinen Stolz. Denn ich habe ja hier was gesehen. War. Und sein Schild war ein Meisterwerk der Schmiedekunst. Es was ist denn da. Seltsam. Ich gehe mal hin und frag mal nach. Los, sag mir, wo es ist. Wo ist was? Na, die geht dir ab. Ach, verschwinde. Das geht dich nichts an. Ach komm, lass mich frei. Aber von einem Toten bekommst du keine Antwort. Ist anscheinend dein Glückstag, Prediger. Was war das denn eben? Das sind alles Lügner und Verbrecher. Anstatt zu helfen, haben sie meine Familie bestohlen. Und keiner weiß, was sie mit der Wegpforte anstellen. Ja, genau. Mit der Wegpforte. Eine Tür zu unerreichbaren Orten. Orten, die Geheimnisse verstecken.
Geheimnisse von großer Macht. Warum glaubst du, dass es so eine Pforte wirklich gibt? Es steht im Buch der Ahnen. Und das Buch lügt niemals. Die Mönche haben dich bestohlen? Hab sie immer für Bücherwürmer gehalten und nicht für Langfinger. Sei kein Idiot. Die Männer hier drin sind genauso verdorben wie die Menschen draußen. Sie haben die Dorfbewohner bis zum Tode geschröpft. Sie denken, die Menschen vergessen das. Und die Wahrheit wird mit den Leichen begraben, die sie auf dem Gewissen haben. Aber da liegen sie falsch. Ich weiß, was sie getan haben. Ich muss los. Wie du willst. Ich muss los. Jo, tschüss, Dana. So, hier ist jetzt wieder so ein Dings. Wo sehe ich denn eigentlich meine Erfahrungspunkte? Ach da, 4208 ist die momentane Erfahrung, die ich mit mir rumtrage. Ein bisschen spielen wir noch, oder? Ich hatte gerade Spaß. Hier war doch noch so ein Oberboss. Habe ich den Oberboss natürlich irgendwie jetzt hier mit meinem bisschen Leben irgendwie. Aber das ging ja eben schon mal ganz gut. Dann zaubern wir jetzt mal wieder ein bisschen. So, der ist jetzt hoffentlich hier mal ein bisschen abgelenkt von den Kollegen. Der trifft mich ja trotzdem. Der macht mich ja trotzdem tot. Hey, ich hab den doch getroffen. Hallo. Oh, das war aber eine knappe Nummer. Junge, 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 Junge. Das war eine ganz schön knappe Nummer. Ich habe natürlich hier kaum Leben oder Heiltränke oder sonst irgendwas. Ich finde auch überhaupt keine Heiltränke. Tödliches Geheimnis. Kurzschwert. Und hier kann man auch wieder nach unten marschieren. Uiuiuiui, das ist echt eine sehr komplexe Geschichte so langsam. Ich wollte aber jetzt mal zurücklaufen zu diesem Speicherpunkt und tatsächlich mal speichern. Und wenn ich jetzt speichere, dann seht ihr, dann habe ich wieder Heiltränke. Und dummerweise, die Kreaturen sind auch alle wieder frisch und munter vorhanden. Glaube ich zumindest. Huch, sind sie nicht? Ich dachte, die würden da respawnen, wenn ich speichere. Tun sie aber nicht. Umso besser. Oder ist hier der Roshi wieder da? Nee, ist er nicht. Ja, ich bin's zufrieden. Dann gehen wir doch mal hier runter. Mal schauen, was hier auf uns wartet. Komm, steh auf, ey. Igittigittigitt, was war das denn? Igittigittigittigitt. Boah! Das war aber, das war jetzt aber... Uiuiuiui, gut, dass ich weggelaufen bin. Da holen wir nochmal ganz schnell unsere 4471 Erfahrung zurück. Jetzt leben die aber, glaube ich, wieder. Ja, die leben wieder. Ist mir jetzt egal, ich hole erstmal meine Erfahrung wieder. Das heißt, der Obermufti, der lebt auch wieder. Wo ist denn jetzt meine Erfahrung? Da ist meine Erfahrung. Man kriegt schon Übung, muss ich sagen, bei der ganzen Sache. Also man merkt spürbar, dass man auch besser wird bei dem Spiel. Das finde ich gut. Zu dieser komischen Spinne will ich aber jetzt nicht nochmal laufen.
müssen wir gucken, ob wir den jetzt hier aber von hinten irgendwie mal erwischen können. Wenn ich langsam gehe. Ja, das war jetzt auch nicht so richtig von hinten. Ja, den hat es jetzt erstmal hier da runtergemädert, ne? Coole Sache. Dann speichern wir doch jetzt mal und gehen mal zum Hauptmenü. So. Lords of the Fallen. Ihr habt es vielleicht gemerkt, ich hatte Spaß. Ich habe jetzt nicht den Dark Souls-Vergleich, muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie das im Vergleich zu einem Dark Souls ist. Ich habe nur gelesen, dass es ein Souls-like ist und habe es einfach mal geglaubt. Vielleicht habt ihr Dark Souls gespielt und könnt ein bisschen mehr zu erzählen. Ich fand es aber nicht schlecht, das Spiel. Ich fand, am Anfang hat man so ein bisschen den Eindruck gehabt, die Steuerung ist bockig. Die will nicht so, wie man selber will. Und man achtet dann am Anfang auch nicht so sehr auf die Ausdauer, weil wenn die weg ist, hat man wirklich ein Problem. Und da fällt es wirklich schwer auch richtig zu schlagen und zu blocken. Wenn man da so ein bisschen ein Auge drauf hat und nicht wie ein Bekloppter so ein Button-Mashing betreibt, fand ich, ging es eigentlich recht gut. Die Grafik fand ich jetzt auch recht hübsch. Und ja, eigentlich ein schönes, rundes Spiel. Also ich glaube, ich werde es auch noch ein bisschen weiterspielen, weil ich da jetzt auch wirklich Spaß dran hatte. Und man kann sich gut drauf einlassen. Und wie gesagt, die Controllersteuerung fand ich auch gut. Die Kameraführung, die war manchmal ein bisschen doof. Also da bin ich auch das eine oder andere Mal gestorben, weil ich einfach nichts gesehen habe, wo ich gerade bin. Das war ein bisschen ärgerlich. Ansonsten finde ich es ein schönes Spiel. Also von daher sind es 4 Fähnchen und das eine Fähnchen Abzug wegen der Kameraführung. Ansonsten finde ich, ist es ein super Spiel. Gefällt mir sehr gut. Glaube ich. Ich weiß halt noch nicht so richtig, ob ich es durchspielen würde, weil vielleicht irgendwann finde ich es dann doch ein bisschen anödend. Aber ich fand die Zwischensequenzen auch gut gemacht. Die Grafik hat mir gefallen. Die Ausrüstungen sind schön gemacht. Man sieht halt auch, was man anhat. Über den Realismus müssen wir nicht reden. Aber ich fand's schön gemacht. Das Spiel kostet, glaube ich, 30 Euro. Normal. Ich habe es aber auch schon öfters mal im Angebot gesehen. Also in verschiedenen Sales habe ich es schon gesehen. Und unlängst war ein Sale, da hat es auch irgendwie 8 Euro oder so gekostet. Und das ist natürlich dann ein absoluter Spitzenpreis für das Spiel, finde ich. Von daher, habt es auf dem Radar, wenn euch das Video gefallen hat. Beobachtet es einfach ein bisschen, wenn es im Sale ist, schlagt zu. Oder wenn ihr es unbedingt spielen wollt, kauft es auch zum Vollpreis. Ich glaube auch 30 Euro ist es wert. Das ist gut gemacht. Und in dem Zuge auch The Search 1 und 2 fand ich auch, also den zweiten Teil fand ich auch gut. Den ersten habe ich nicht gespielt. Aber das ist meines Wissens vom gleichen Entwickler und es hat sich auch ähnlich gespielt, muss ich sagen. Von daher, schönes Spiel. Ist eine Empfehlung. Gut, dann macht Dinge, die euch Freude bereiten und bleibt gesund vor allem. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.